300 Tage tobt das Inferno. Nie zuvor wurde so erbittert um wenige Meter Boden gerungen wie 1916 bei Verdun. Es ist die Mutter aller Schlachten des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte von Menschen in einer unmenschlichen Zeit. In ihrem Schicksal spiegelt sich das Leiden einer ganzen Generation. Karl Rosner ist Jurist aus München. Für ihn ist der Gedanke, kämpfen zu müssen, ein Albtraum. Charles Delvert ist Geschichtslehrer aus Paris. Ein Kompaniechef, der Befehle nicht einfach hinnehmen will. Karl Freiherr von Andrian ist Berufsoffizier aus Bayern. Für ihn ist der Krieg eine Frage der Tapferkeit. Anatole Castex aus der Gascogne will seinen Mann stehen. Für Familie und Vaterland. Papa. Sie nennen diese Schlacht die Hölle von Verdun. Ihre Briefe, ihre Tagebücher legen Zeugnis ab. Berlin im August 1914. Mobilmachung. Der deutsche Kaiser sieht sein Reich umzingelt. Die Generäle drängen ihn, dem Feind zuvorzukommen. Wilhelm II. Proklamiert den Krieg. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Die Völker ziehen in diesen Krieg wie im Rausch. Er ist die Ursünde des 20. Jahrhunderts. Frankreich sieht sich gewappnet für einen Krieg gegen Deutschland. Auf die eine folgt die andere Mobilmachung. Frankreichs Präsident Raymond Poincaré spricht zur Nation. Frankreich ist Opfer eines vorsätzlichen Angriffs geworden. Dies ist eine unverschämte Missachtung des Völkerrechts. Unsere mutige Armee hat sich erhoben, um den Boden unseres Landes zu verteidigen. Hoch lebe Frankreich! Auch hier gibt man sich siegessicher. Einer, der vom ersten Tag des Krieges an Tagebuch führt, ist der Geschichtslehrer und Offizier der Reserve Charles Delvert aus Paris. Freitag, 7. August 1914. Viele glauben, der Krieg dauert nur einen Monat. Ich bin sicher, er wird viel länger dauern. Mit nahezu 1 Million Mann greift das deutsche Heer im Westen an. Die deutschen Generäle wollen in einem schnellen Feldzug Frankreich schlagen, um dann mit aller Kraft im Osten Russland zu bezwingen. Der 29-jährige Münchner Jurist Karl Rosner vermag der Kriegseuphorie nichts abzugewinnen. Er ist zur Grundausbildung einberufen. In der Fremde sein bisschen Jugendopfer? Für wen eigentlich?
Vorläufig bin ich entschlossen, mich ins Unvermeidliche zu fügen. Vielen Dank, Mutter. Aber gerne, mein Junge. Karl Rosner wird Rekrut im Bayerischen Infanterieregiment 20. Trommelfeuer im Westen. Schon nach wenigen Wochen ist die Front festgefahren. Ein schneller Sieg über Frankreich ist pure Illusion. Es beginnt der Stellungskrieg. Und immer wieder heißt es, im Westen nichts Neues. General Erich von Falkenhayn, Chef der deutschen Heeresleitung, schlägt dem Kaiser im Dezember 1915 vor, wie er wieder Bewegung in die festgefahrene Front bringen will. Dort, wo der Weg nach Paris durch starke Festungsanlagen versperrt ist, will er eine Entscheidungsschlacht herbeiführen. Bei Verdun. Der Kaiser lässt den General gewähren. Frankreich und Deutschland Anfang 1916. Die deutschen Truppen sind auf ganzer Breite nach Frankreich vorgedrungen, bis zu 120 Kilometer tief. An der Maas liegt das größte Verteidigungsbollwerk der Front. Vor Verdun sollen mehrere Festungen und Abwehrgürtel die Deutschen aufhalten. Karl Rosner hat seinen Marschbefehl erhalten. Er soll sich bei einer Maschinengewehreinheit einfinden. Pass auf dich auf. Karl, vergiss nicht, mir zu schreiben. Wohin werde ich kommandiert? Es ist die große Ungewissheit, die mir keine Ruhe lässt. Seit dem 21. Februar 1916 tobt die Schlacht. Tausende von Artilleriegeschützen aller Kaliber sollen die Festungsanlagen vor Verdun sturmreif schießen. Die erste Bastion ist das Fort Douaumont. Es gilt als uneinnehmbar mit seinen Geschützen, Maschinengewehren, versenkbaren Panzertürmen. Doch es fällt schneller als erwartet. Binnen 5 Tagen erobern deutsche Soldaten die schwach besetzte Festung. Ein Aufschrei geht durch Frankreich. Die Republik sei bedroht. Ein Retter wird gesucht. General Henri-Philippe Pétain ist ein erfahrener Stratege. Doch es dauert Stunden, bis der Junggeselle in Paris aufgespürt ist. Erst am frühen Morgen findet ihn sein Adjutant. Im Hotel Terminus am Gare du Nord. Philippe. Bei einer Dame. Seine spätere Frau. Der Hauptmann hat den Befehl, dem General mitzuteilen, die Verteidigung von Verdun breche zusammen. Er möge sich doch bitte im Hauptquartier einfinden. In Verdun spitzt sich die Lage zu. Die deutsche Artillerie schießt bis auf den Marktplatz. Tausende sind auf der Flucht. Die französische Generalität befürchtet, die Deutschen könnten durchbrechen und in wenigen Wochen Paris erreichen. Umgehend übernimmt General Pétain die Verteidigung von Verdun. Seine Weisung lautet: Halten um jeden Preis. Wer zurückweicht, wird erschossen. Für die Fahne, für den Sieg. Ein französisches Propagandaplakat. Verdun wird zur Frage von Sein oder Nichtsein erhoben. Für diese Schlacht sei jedes Opfer recht.
Gut und Blut für unseren Kaiser, Gut und Blut fürs Vaterland. Eine deutsche Feldpostkarte. Mai 1916. Die Maschinengewehrabteilung 206 des Deutschen Alpenkorps wird per Bahn an die Westfront verlegt. Karl Rosner notiert in seinem Tagebuch: Truppentransport ins Ungewisse. Sie haben uns in Viehwaggons verfrachtet. Noch immer wissen wir nicht, wohin es geht. Seit Stunden sind wir schon unterwegs. Fahren wir doch an Verdun vorbei? Ich versuche, die Gedanken zu verdrängen. Aussteigen! Alle Mann raus! Aussteigen! Großmänner! Es ist wie ein Schlag aus heiterem Himmel. Man spürt, die Schlacht ist nah. Feldzeitungen werden verteilt. Um uns aufzumuntern? Tja, der deutschen Sieg und Sonnenschein wird einst Europas Segen sein. Daran wird die Welt genesen. Glauben die wirklich, das macht uns tapferer? Antreten! Aus der Ferne dringt ohne Unterbrechung dumpfes Rollen und Donnern. Leise zittert der Boden wie von einem Erdbeben. Zahllose Geschütze, die Tag und Nacht Verderben speien. Auch auf französischer Seite werden täglich tausende Soldaten in die Schlacht geschickt. Ein wichtiger Zugang zur Front ist der Tavannes-Tunnel, 3 Kilometer von Verdun entfernt. Er soll auch Schutz und Unterkunft für die französischen Truppen vor Ort bieten. Auch die 6. Kompanie des Infanterieregiments 101 wird im Mai 1916 auf diesem Weg an die Front geschickt. Kapitän Charles Delvert führt sie an. Er ist verantwortlich für 90 Soldaten. Der Gedanke an Verdun lastet schwer auf meinen Männern. Dieser Tunnel führt mitten in die Schlacht. Die Deutschen greifen uns hier an der schwächsten Stelle an. Ich melde mich beim leitenden Colonel. Colonel Duchamp. Herr Andorula. Ich frage ihn, wo wir schlafen sollen. Wo wir wollen, meint er. Ihm scheint alles egal zu sein. On va tous crever ici. Wir würden hier sowieso alle verrecken. Wie trostreich. Allez, les hommes. Ich sage ihnen, sie sollen sich einen Schlafplatz suchen. Meine Männer wissen, wenn die Deutschen hier durchbrechen, kann sie niemand mehr aufhalten. Das wahre Gesicht des deutschen Kaisers. Ein französisches Kriegsplakat. Die da oben glauben wirklich, wir kämpfen besser, wenn wir sowas lesen. Morgen muss ich meine Männer in die Todeszone führen. Zu unserer Stellung. Hier gibt es keine einzige organisierte Verteidigungslinie. Wir sind am kritischen Punkt des Dramas. Auf der anderen Seite der Front wartet Karl Rosners Einheit auf den Einsatz. Sie ist noch 20 Kilometer von Verdun entfernt. Hey Rosner, komm mit! Tanz mit uns! Lass mich in Ruhe! Ach. Einige Kameraden vertreiben sich die Zeit. Denkt denn niemand von diesen Kälbern, die da tanzen, an die Schlachtbank, die uns erwartet? Doch was soll die Sorge um das bisschen Leben? Wir wissen ja auch sonst, dass der Tod eines Tages kommt und denken nicht an unser Ende.
Allein im Mai 1916 gibt es bei Verdun fast 100.000 Mann Verluste. Gefallene, Verwundete oder Vermisste. Franzosen und Deutsche. Solang ein Tropfen Blut noch glüht, noch eine Faust den Degen zieht und noch ein Arm die Büchse spannt, bezwingt kein Feind dich, Vaterland. Werde ich wirklich diesen unmenschlichen Mut besitzen, andere umzubringen? Auf sie den Tod zu schleudern? Heute muss ein Teil unserer Kompanie ausrücken. Wann bin ich an der Reihe? Das Schlachtfeld 5 Kilometer nordöstlich von Verdun. Man nennt es das blutige Dreieck. Charles Delbert muss seine Kompanie dorthin führen. Mon Dieu, was für ein Inferno. Ich muss meine Männer antreiben, so gut es geht. Wir sollen hier in Stellung gehen und keinen Meter zurückweichen. Das also ist unser neues Zuhause. Die Verteidigungsstellung R1. Der Graben gleicht eher einer löchrigen Suppenkelle als einer Stellung. Es gibt keine intakten Unterstände, keine Reservepatronen, nicht einmal eine Verbindung mit dem Gefechtsstand. Wir sind auf uns selbst gestellt. Attention, Barmer! Alles Betrug. Die Deutschen sind viel stärker, als uns gesagt wurde. Was machen die da oben mit uns? Der deutsche Generalstabschef Erich von Falkenhayn hat erkannt, dass Verdun auf absehbare Zeit wohl nicht zu nehmen ist. Nun soll die Materialschlacht zumindest dazu dienen, den Gegner auszuzehren. In der Blutpumpe Verdun. Schließlich gäbe es ja mehr Deutsche als Franzosen. Das AOK 5. Sofort. Hunderttausende Menschen als Material für den Abnutzungskrieg. Falkenhayn glaubt, seine Strategie sei erfolgreich. Doch er verrechnet sich. General Pétain lässt seine Verbände immer wieder ablösen, was in den Augen des Gegners den Eindruck erweckt, seine Truppen seien aufgerieben. Doch auch er glaubt, am Ende werde die Partei den Sieg davontragen, die den letzten Mann besitzt. Im Tross der nachrückenden Truppen ist auch der 28-jährige Beamtenanwärter Anatole Castex. Er hat sich freiwillig gemeldet. Auch er schreibt Briefe an seine Frau. Meine geliebte kleine Frau Silette. Seit meiner Abfahrt nach Verdun habe ich keinen Moment gefunden, dir länger zu schreiben. Jede Nacht denke ich an den Tag zurück, als ich dich und unseren kleinen Henri zum letzten Mal sah. Papa. Ridou. Ridou. Ich will dir sagen, dass wir unsere Pflicht vortrefflich erfüllen. Ich bin immer guter Hoffnung und lasse es nicht an Mut fehlen. Bete für mich, damit wir diese Hölle überstehen. Silette, wäre bien attention à toi. Bien sûr. Versprich mir, dass du immer auf dich und unseren Kleinen aufpassen wirst. Ich denke ganz fest an dich.
Anmarsch über die Voie Sacrée, den sogenannten Heiligen Weg. Er ist die französische Schlagader für die Blutpumpe Verdun. Mehr als 3000 Lkw täglich bringen Nachschub. Ein ununterbrochener Fluss von Soldaten. Im Hinterland von Verdun türmen sich Berge von Munition, Proviant und Fässer mit Wein. Zur Hebung der Stimmung und zur Beruhigung. Liebe Silette, nun bin ich seit Tagen mitten in der Schlacht. Wir werden hier nur mit dem Notwendigsten versorgt, mit Munition. Längst kommen keine Briefe mehr durch und kein Wein. Wenn die Deutschen vorrücken, so beschießen sie uns mit zahllosen Granaten und kommen doch nur mit ungeheuer hohen Verlusten voran. Gestern hat General Pétain die Truppe besucht. Ein guter Mann. Er sagte, wir verteidigen nicht nur eine Stadt, wir verteidigen die ganze Nation. Ils ne passeront pas. Sie werden nicht durchkommen. Es küsst dich, dein Anatol. Ende Mai 1916 rückt auch das bayerische Infanterieregiment 16 an die Front bei Verdun. Oberleutnant Karl Freiherr von Andrian führt die Kompanie an. Meine liebe Frau, ich wünschte manchmal, ich wäre noch der harte Mann, der ich früher war oder zumindest zu sein glaubte. Ich habe mir die Vorbereitungen zur Bezwingung Verduns etwas sorgfältiger vorgestellt. Die Truppe wird allzu oft planlos eingesetzt. Doch wir werden die Entscheidung in den nächsten Wochen herbeiführen. Ich habe heute die eingelaufenen Befehle zur Einsicht bekommen. Darunter waren auch die Verleihungen des Eisernen Kreuzes erster Klasse. Ich befinde mich nicht darunter. Dies kränkt mich tief. Also muss Verdun für mich zur Bewährung werden. Ich fühle mich sehr einsam. In Liebe, dein Karl. Mai 1916. Die Schlacht um Verdun tobt schon seit 100 Tagen. Die Deutschen stehen nur noch 5 Kilometer vor der Stadt. Im mörderischen Grabenkrieg. Kapitän Charles Delvert versucht, seine Stellung an vorderster Front zu halten. Die Hügel sind durchzogen von kilometerlangen Gräben, in denen der Tod wohnt. In den Löchern steht der Schlamm kniehoch. Der Leichengeruch ist beißend. Läuse und Ausschläge plagen die Soldaten. Wir haben Leuchtraketen abgeschossen, damit die eigene Artillerie weiß, wo unsere Stellung ist. Nicht das Feuer von vorn, sondern Feuer von hinten hat vor einer Stunde unser Maschinengewehr zerstört. Wir versuchen immer wieder, auf uns aufmerksam zu machen. Ich lasse weitere Leuchtraketen abfeuern. Immer wieder Einschläge. Eine brennende Planke fällt auf die Kiste mit den Leuchtraketen. Unser Kamerad Champion hat sie offen stehen lassen. Das hätte Tote geben können. Ich sage ihm, dass er sie das nächste Mal verschließen soll. Die Todesangst steht ihm ins Gesicht geschrieben. Anfang Juni 1916 beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung eines Soldaten bei Verdun etwa 14 Tage. Karl Rosner wird Zeuge, als ein Teil seiner Kompanie zurückkehrt. Dorn tot, Kotzo tot,
Pongratz tot. Belladin tot. Dütsch tot. Wüscher tot. Schanzenbach verwundet. Gerstl vermisst. Von 45 Kameraden sind 29 gefallen. Unter ihnen waren liebe Freunde. Man hat fern der Heimat Leid und Freud mit ihnen geteilt. Man empfindet ihren Tod wie das Ableben naher Verwandter. Sie wissen nicht einmal, wofür sie gestorben sind. Und für wen. Der Krieg ist die grausamste Gewaltanwendung. Nicht nur am Gegner, sondern auch an den eigenen Soldaten. Es herrscht Stille. Die Zahl der Toten sagt mehr als Worte. Ein Wegkommen vom Felde ist unverwundet oder gesund unmöglich. Eine Infektion führt dazu, dass ich vorerst vom Einsatz verschont bleibe. Kameraden bringen mich ins Lazarett. Ich habe mehr als 39 Grad Fieber und Schüttelfrost. Um dem Tod zu entgehen, greifen manche zu drastischen Mitteln. Selbstverstümmelung. Eine Verletzung an der linken Hand gilt als sicheres Zeichen. In den Augen der Generalität wäre das keine Verzweiflungstat, sondern Hochverrat. Möchte doch meine Krankheit recht lange dauern. Liebe Mutter, endlich finde ich Zeit, dir zu schreiben, auch wenn ich dir nicht alles berichten kann. Hab herzlichen Dank für deine Päckchen. Deine kleinen Gaben machen mir Mut. Mit den Kameraden verstehe ich mich immer besser. Wie vergänglich Begeisterung doch ist, im Angesicht der Wirklichkeit, von der man sich vorher keine Vorstellung machen kann. Ich hatte hohes Fieber, aber es war nur ein kurzer Aufschub bis zum nächsten Einsatz. Ich werde dir bald wieder schreiben. Dein Karl. Die Ärzte an der Front sind Tag und Nacht gefordert. Auch der Assistenzarzt des Reserveinfanterieregiments 7, Dr. Moses Strauß, ein deutscher Jude, der seinem Vaterland dient, in einem der vielen Feldlazarette vor Verdun. Montag, 16 Uhr. Halswirbelverletzungen, Gasvergiftungen, ein Bauchschuss, Unterschenkel ab, Verblutung. Wir müssen amputieren. Und dann ein Phänomen, das für viele Ärzte neu ist. Die Nerven brechen zusammen in der Hölle des Stellungskrieges. Man nennt sie die Kriegszitterer. Ich fühle mich mehr als Arzt, denn als Soldat. Und gerade das bereitet mir oft Schwierigkeiten. Seit gestern bin ich mit unserem Adjutanten, Leutnant Bollensen, völlig verkracht. Er führt den hohen Krankenstand im Bataillon auf mich zurück. Ich sei nicht hart genug. Er behauptet sogar, ich hätte einen Soldaten zum Waschkommando versetzt, weil er wie ich Jude sei. Dabei geschah dies ohne mein Zutun. Ich weiß genau, warum Sie das machen, Dr. Strauß. Sie sind zu weich. Es dauert ja Wochen, bis die Leute wieder gesund sind. Das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Zum letzten Mal. Schneller, Dr. Strauß. Ich berichte dem Regimentsarzt von dem Vorfall. Der hält die Sache für eine antisemitische Verleumdung, die ich nicht auf mir sitzen lassen dürfe. Bollensen und ich werden beim Oberst einbestellt.
der erklärt, im Frieden würden solche Angelegenheiten nach dem Ehrenkodex der Offiziere geregelt. Jetzt wäre das undenkbar. Wir hätten beide Unrecht. Offiziere und Ärzte müssten in solchen Zeiten zusammenarbeiten. Die Hauptschuld aber sieht er bei Bollensen. Ich frage Sie hiermit, sind Sie damit einverstanden? Jawohl, Herr Oberst. Jawohl, Herr Oberst. Bollensen verliert seinen Posten als Adjutant und wird an die Front versetzt. Wir Ärzte sehen doch am deutlichsten, was die Soldaten zu ertragen haben. Kaum jemand meldet sich krank. Die meisten kommen schwer verwundet ins Lazarett. Nie zuvor hat ein Krieg so viele Menschen derart entstellt. Das Hauptquartier des Kronprinzen Wilhelm in Stenay, 40 Kilometer von Verdun entfernt. Der Sohn des Kaisers hat offiziell den Oberbefehl über die 5. Armee vor Verdun, wenn er nichts Besseres zu tun hat. Eure kaiserliche Hoheit, Exzellenz Falkenhayn, ist eingetroffen. Der Kaiser will den Namen seines Sohnes mit einem Sieg bei Verdun verbinden. Tatsächlich entscheidet der Kronprinz nichts ohne General Falkenhayn, der ihn schon als Knaben ausgebildet hat. Falkenhayn glaubt, Frankreich sei bald am Ende, weil er die Verluste des Gegners noch immer überschätzt. Auch wenn man die Stadt nicht einnehmen könne, meint er, so ebne doch der Abnutzungskrieg bei Verdun den Weg zum Sieg. Dabei verschlingt die Blutpumpe längst auch das eigene Heer. Anfang Juni 1916 beginnen die Deutschen nordöstlich von Verdun mit einer Großoffensive. Ziel ist eine Festungsanlage aus dem späten 19. Jahrhundert, das Fort Vaux. Eine Schlüsselstellung auf dem Weg nach Westen. Das Fort ist ein massives Verteidigungsbollwerk. 2,5 Meter dicke Wände aus Stahlbeton. Schießscharten, versenkbare Kanonen. Abschreckend für jeden Angreifer. Die kaiserlichen Truppen wollen dieses Fort unbedingt einnehmen, um endlich wieder eine Erfolgsmeldung vorweisen zu können. Das will er verhindern. Kommandant Sylvain Eugène Raynal, ein erfahrener Berufsoffizier. Im Schützengraben konnte er nicht mehr kämpfen wegen einer Kriegsverletzung. Deshalb ließ er sich in das Fort Vaux versetzen. Meine Männer wissen nicht, was auf sie zukommt. Die Deutschen werden all ihre schrecklichen Waffen auf uns richten. Sie haben Artillerie, Flammenwerfer und Gas. Wir haben die Festung und den Mut. Ich sage meinen Soldaten, was ich von ihnen erwarte. Man stirbt, aber man ergibt sich nicht. Wie lange werden diese Mauern standhalten? Nur wenige Kilometer von Fort Vaux entfernt setzt das Infanterieregiment 53 zum Sturm an. Die Soldaten nähern sich der Festung über ein Netz von Laufgräben. Leutnant Werner Müller sieht seinen Einsatz als Routine. Fertig machen! Fertig machen! Auch er führt Tagebuch. Tag der Entscheidung. Wir stürmen mit unserer Kompanie die Festung. Vor dem Angriff schwinden die Zweifel und es obsiegt das Pflichtgefühl für unser Vaterland.
Wir geraten in rasendes Maschinengewehrfeuer. Leutnant Köster schreit, wer kein Feigling ist, der folge mir. Mir nach! Leutnant Köster ist einer der Ersten, der fällt. Der Kampf bei Fort Vaux nimmt an Schärfe zu. Die Deutschen stürmen die Abhänge der Festung. Sie sind sehr verbissen und sehr tapfer. Viele bleiben auf der Strecke. Doch es scheint, als stünden sie immer wieder auf. Die Hammerschläge der Granaten lassen nicht nach. Gas! 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 Zu allem Überfluss schicken sie uns Tränengas. Ein unerträglicher Geruch verpestet die Luft. Was für eine Qual. Der Tod ist überall, kommt vom Himmel und schleicht sich an. Eigentlich soll der technische Fortschritt das Leben verbessern. Aber es ist anders. Die Technik macht aus diesem Krieg ein Massensterben. Die Menschen werden zum Futter der Kanonen, zum Kugelfang zahlloser Gewehre, zu Opfern von Granaten. Und sie sterben unter Qualen an den Gasen, die ihre Lungen verätzen. Fünfhundert Kilometer von der Schlacht entfernt, in der kleinen Stadt Mironde in der Gascogne, wartet Silet Castex auf Nachricht von ihrem Mann Anatole. Mein lieber Anatole, jeden Tag fragt unser kleiner Henri nach dir. Der Gedanke daran, dass du dich stündlich in der Gefahr des Krieges befindest, macht mir das Herz schwer. Wenn dann endlich ein Brief von dir kommt, weiß ich, dass du lebst. Liebste Silet, ich weiß, wie sehr ihr euch Sorgen macht. Ihr könnt beruhigt sein. Man muss immer Vertrauen haben. Ich bin stolz darauf und glücklich, an einer Schlacht teilzunehmen, die so wichtig ist. Wir haben sicher dazu beigetragen, dass die Deutschen hier nicht weiterkommen. Es küsst und umarmt dich, dein Anatole. Juni 1916. Deutsches Sperrfeuer unterstützt den Angriff auf Fort Vaux. Ein systematischer Beschuss mit fast 1500 Granaten pro Stunde. Kommandant Reynal trifft Vorkehrungen zur Abwehr des Angriffs. Die Schlinge wird enger. Ich lasse Sandsackbarrikaden errichten. Die Deutschen brauchen dieses Vor. Ihre Zeitungen haben die Eroberung schon als vollendete Tatsache verkündet. Sie werden alles daran setzen, um uns zu bezwingen. Immer wieder schicken sie uns Gas. Und wir können dem nicht entrinnen. Bitte dem Gas! Bitte dem Gas! Nur selten gibt es eine Feuerpause. Die Schäden am Fort sind beträchtlich. Die Deutschen versuchen, an jeder Ecke ihre Zähne in die Mauern zu schlagen. Unter hohen Verlusten. Sie werden uns keine Ruhe mehr lassen. Der Mann in der Beobachtungsglocke muss alle 10 Minuten ausgewechselt werden. Den Lärm der Granaten hält selbst der tapferste Soldat nicht aus. Welchen Befehl die Deutschen auch bekommen, sie machen ihre Arbeit unbeirrt, auch wenn sie dabei auf der Strecke bleiben, in unserem Feuer. Man muss es anerkennen, der Deutsche ist ein furchterregender Soldat. Meine liebe Frau,
Wir dürften hier an der gefährlichsten Stelle der ganzen Verdun-Front sein. Bis jetzt hat die Kompanie 152 Mann Verluste erlitten, doch wir wurden wieder aufgefrischt. Der Anblick eines toten Offiziers in meinem Unterstand hat mich schon gestört. Können Sie mich hören? Meldung! Wir liegen unter Beschuss! Wenn nur die Generäle wüssten, was wir hier durchmachen. Wenn der Krieg für unsere Befehlshaber ebenso gefährlich wäre wie für die Männer, dann wäre er schon lang zu Ende. Die Deutschen kommen immer näher. Schau, wie sie! Seit 3 Tagen habe ich nicht mehr geschlafen. Unser Munitionsverbrauch ist viel zu hoch. Champion schaut mich an, als könnte ich was an unserer Lage ändern. Es ist noch nicht zu Ende. Wir werden sie nie kriegen. Wir sollten lieber Freundschaft schließen und hier mit allem Schluss machen. Meine liebe Silette, ich bin sehr müde. Seit 7 Tagen und Nächten habe ich mich nicht mehr hingelegt. Nach dem ständigen Beschuss ist man froh, bald ein wenig Erholung zu haben. Ich werde für mehrere Tage von der Front in das hintere Heeresgebiet versetzt. Wenn wir uns dort nur sehen könnten. Ich bitte dich zu kommen. Siehst du dich in der Lage, die Reise zu unternehmen? Ich wäre so glücklich, dich ankommen zu sehen. Wenn du kannst und wenn du dich dafür entscheidest, verlang deinen Passierschein, sobald du meinen Brief erhalten hast. Und fahr sofort weg. Denn man darf keine Minute verlieren. Dein Anatol. Juni 1916. Unter hohen Verlusten kämpfen sich die Soldaten des Infanterieregiments 53 an das Fort Vaux heran. Erste Eingänge der Bastion werden gestürmt. Die Einheit von Leutnant Müller dringt in die Festung ein. Mit Handgranaten kämpfen wir uns den Weg zu einem Seiteneingang frei. Der Franzose zieht sich in das Innere des Forts zurück. Kaum zu glauben, dass wir dem Feind nur wenige Meter gegenüberstehen. Nur ein paar Sandpacken trennen uns vom bösen Franzmann. Je weiter wir vordringen, desto enger werden die Gänge. Dann ist Schluss. Die Franzosen haben sich verbarrikadiert. Unsere Männer ruhen sich aus, die Beine angezogen, die Waffen eng am Körper. Wir können nicht weiter, aber der Gegner ist eingeschlossen. Jetzt, da wir von der Außenwelt abgeschnitten sind, müssen wir alles, was wir haben, neu einteilen. Wasser, Nahrung, Munition. Wie lange können wir die Festung halten? Tage? Wochen? Meine Männer lassen keine Minute nach, obwohl sie den Tod vor Augen haben. Auch auf den Hügeln in der Umgebung des Forts wird gekämpft. Die Kompanie von Charles Delvert soll die Deutschen stoppen. Wir sind von allen Seiten unter Beschuss. Der Tod lauert überall. Ich treibe meine Männer an, auch wenn die Angst unsere Herzen zuschnürt.
Bringt man die Wut! Dann trifft es meinen armen Freund, Champion. Unsere Toten können wir nicht einmal begraben. Wir können nichts weiter tun, als Steine und Erde aufzuhäufen und hoffen, dass keine Granate alles wieder verteilt. Meist werden sie einfach aus dem Graben geworfen, da der Geruch unerträglich ist. Das ganze Schlachtfeld ist voller Sterbender. Nur hinter der Front können die Toten notdürftig begraben werden. Das Gelände bei Verdun ist nichts anderes als ein riesiges Massengrab. Und niemand weiß, wie viele hier noch verbluten werden. Jeden Tag fehlen mehr Kameraden. Der Feldgeistliche lädt zum Abendmahl ein und erteilt allen Versammelten die Absolution. Man sieht keinen zurückbleiben. Jeder nimmt Anteil. Es ist das Eingeständnis der Verzweiflung. Man lässt willig über sich verfügen, ergibt sich dem Schicksal. Jeder hier sieht sich vor seinem Grab. Man selbst der Nächste ist. Die Bilanz nach 4 Monaten Kampf: insgesamt 300.000 Tote, Verwundete und Vermisste auf beiden Seiten. Wir fühlen uns verlassen. Wir sind die einzige Stellung, die Fort Vaux noch verteidigt. Doch meine Männer sind erschöpft. Dir, Bordel! Weg dir! Kapitän! Hallo! Alle leiden furchtbare Qualen. Wir haben keinen Tropfen mehr zu trinken. Die Entscheidung, jemanden in den Kugelhagel zu schicken, um Wasser zu holen, fällt schwer. Aber ich habe keine Wahl. Ich entschließe mich, den armen kleinen Laurent zum Wasserloch zu senden. Ich sage ihm, warte, bis es Nacht wird, bevor du zurückkommst. Das ist alles, was ich für ihn tun kann. Ob ich ihn wiedersehen werde? Ohne Wasser gehen alle hier zugrunde. In der Nacht wird es etwas ruhiger. Doch der Strom der Verwundeten reißt nicht ab. An meinen Händen klebt seit Tagen Blut und Schmutz. Ich kann sie nicht einmal waschen. Und auch die Wunden nicht mehr reinigen. Haben wir noch Wasser? Nein. Ich möchte keinen Mann in den sicheren Tod schicken, um Wasser zu holen. Ich gehe noch welches holen. Bleib hier. Es ist ein junger Krankenträger, der sich auf den Weg macht. An vielen Wasserstellen lauern Scharfschützen. In dieser Nacht haben die Wasserholer Glück.
Es fällt kein Schuss. Je le vois. C'est le roi. Avec de l'eau. C'est le roi. Oui, c'est lui. Il a de l'eau. Il a de l'eau. 3. Juni, 22 Uhr. Der Melder Leroy kehrt mit 5 Feldflaschen zurück. Eine davon ist leer. Wir haben also 8 Liter Wasser. Für 60 Mann, 8 Unteroffiziere und 3 Offiziere. Der Adjutant versucht, das Wenige gerecht zu verteilen. Gierig trinken die Männer das nach Leichen stinkende Wasser. Nee. Im Fort Vaux sind 600 Mann eingeschlossen. Kommandant Reynal lässt seine Soldaten in mehreren Schichten kämpfen. Nur die Hälfte ist noch einsatzfähig. Juni. Die Lage ist katastrophal. Die Deutschen blockieren alle Ausgänge. Ein Ausbruch kommt nicht in Frage. Doch wir müssen das vorhalten. Im Laufe des Nachmittags kommt ein Sergeant zu mir und möchte mich allein sprechen. Mit erstickter Stimme sagt er, in der Zisterne ist kaum noch Wasser. Comment cela, il n'y a pas d'eau dans la citerne? C'est une trahison! Ich kann es nicht glauben. Ich sage ihm, das ist Verrat. Man hat uns versichert, dass der Vorrat noch für Wochen reicht. Später erfahre ich, dass die Zisterne einen Riss hat. Nach wochenlangem Beschuss. Wie sollen wir die nächsten Tage überstehen ohne Nachschub? Jetzt beginnt der Todeskampf. Ich befehle, das wenige Wasser zurückzuhalten und heute nichts zu verteilen. Juni. Wir versuchen weiter ins Innere der Festung vorzudringen. 5 Meter vor uns befindet sich eine Barrikade aus Sandsäcken mit einem MG. Ist dort jemand? Kamerad Francais, komm zu uns. Wir haben Brot, Wasser und Wein. Niemand wird schießen. Nous avons beaucoup d'eau. Schweigen, nichts als Schweigen in diesem düsteren Gewölbe. Warum ziehen sich die Franzosen immer weiter zurück? Vorwärts! Los! Los! Vorwärts! Vorsichtig! Unsere Stellung am Vauxberg wird von Granaten immer wieder aufgewühlt. Wir versuchen, die Befestigungen so gut es geht wiederherzurichten. Nicht schießen! Nicht schießen! Kamerad! Nicht schießen! Oh. Ein gefangener Deutscher wird zu mir geführt. Er hat ein bartloses Gesicht und blickt verängstigt. Er hebt die blutigen Hände. Boah! Er dachte, dass er erschossen wird. Er ist richtig glücklich über die Behandlung. Er lacht. Er weint. Ein Kind von 19,5 Jahren ist das. Ein Schuster aus Essen. Unsere Männer bringen ihn zum Verbandsplatz. Er wird versorgt. Für diese Soldaten ist die Schlacht zu Ende.
Etwa 60.000 Deutsche und 70.000 Franzosen gehen bei Verdun in Kriegsgefangenschaft. Sie werden meist korrekt behandelt. Anders als in kommenden Kriegen. Meine liebe kleine Silette, wir werden uns bald sehen können. Du darfst keine Minute verlieren. Fahr von Mirande aus um 4 Uhr Nachmittag weg. So kannst du am Bahnhof Orsay in Paris um 8 Uhr in der Frühe ankommen. Schick mir eine Karte in einem verschlossenen Umschlag, damit ich den Tag deiner Ankunft erfahren kann. Vom Ostbahnhof musst du den Zug um 12.45 Uhr nehmen, um in Port-à-Vincent um 16 Uhr anzukommen. Ich werde jemanden zum Bahnhof schicken. Du wirst sehen, unser Wunsch wird in Erfüllung gehen. Das Dorf ist klein und niemand wird etwas merken. Antworte mir sofort. Ich umarme dich noch fester und küsse dich. Lieber Anatole, ich bin gut angekommen. Ich werde auf dich warten, in dem kleinen Gasthof, den du mir genannt hast. Silette, der Moment, als ich dir zum ersten Mal wieder in die Augen sah, hat mich überwältigt. Es war so schön, dir nah zu sein, deinen Atem zu spüren und deine Liebe. Ich hätte dir noch so viel sagen wollen. Gebe Gott, dass der Krieg mich verschonen wird. Anatole. Il ne faut pas abandonner les camarades. Je suis désolé. Mein Liebling. Es waren nur wenige Stunden. Aber es war, als hätten sie all die Zeit aufgewogen, die du weg warst. Und doch hat mich der Moment des Abschieds mit Schmerz erfüllt. Ich sehne den Tag herbei, an dem ich dich und den Kleinen in unserer Heimat wiedersehe. Immer wieder drücke ich das Amulett, das du mir gabst, an mein Herz. Du bist immer bei mir. Wir bewegen uns in einem grauenhaft zerschossenen Gebiet, in dem der Tod wohnt. In den Lüften heult und wimmert es, wie von 1000 Geistern. Es ist eine grausame Musik. Je weiter wir auf dem Trümmerfeld vordringen, desto orkanartiger erklingen die Töne des Krieges. Wir werden immer weiter in die Hölle getrieben. Liebe Mutter, mach dir keine Sorgen, mir geht es gut.
Ich schreibe dir nur so selten, weil wir immer öfter im Einsatz sind. Wieder haben wir wenige Meter Boden mit hohen Opfern erkauft. Viele Grüße, dein Karl. Mein Spazierstock und die Pfeife taten mir gute Dienste. So ging es unaufhaltsam vorwärts, schreiend, pfeifend in eine Richtung. Endlich wurden wir ganz vorn an der Front eingesetzt. Mein unerschrockenes Vorstürmen zog die anderen mit. Ich habe mit meiner Kompanie Großes geleistet. Muss ich denn erst gefallen oder Krüppel sein, damit ich den Orden, den ich längst verdient habe, bekomme? Als Almosen? Wir machen Gefangene. Für sie ist die Schlacht zu Ende. Vielleicht sind manche sogar froh. Wir sind in vorderster Linie. Krankenträger! Krankenträger! Unser Bataillon bekam viel Anerkennung, doch von 900 Mann sind nur noch 120 übrig. Unsere besten Offiziere sind gefallen. Ich habe rund um die Uhr Dienst und selber hohes Fieber. Auch mehrere verletzte Franzosen sind in meinem Unterstand. Ich habe sie notdürftig verbunden. In wenigen Tagen hatte ihr Regiment 1000 Mann verloren. Oft kann ich nur wenig für die Verwundeten tun. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Aufgrund einer Falschmeldung heißt es schon seit Wochen, das Fort Vaux sei erobert. Die deutschen Soldaten tun alles, um das nachzuholen. Ein Nebenschauplatz wird Symbolort. Der Festungskommandant steht vor einer schweren Entscheidung. Juni. Der fünfte Tag in der Hölle. Wir brauchen schnelle Hilfe von außen. Wir halten noch stand, sind aber heftigsten Angriffen ausgesetzt. Befreiung dringend nötig. Dies ist meine letzte Brieftaube. Renal. Nur so können die da draußen erfahren, wie es um uns bestellt ist. Die Taube ist unsere letzte Hoffnung. Ich mache meine Runde durch die Gänge. Was ich sehe, ist grauenhaft. Die Männer übergeben sich. Sie vertragen ihren Urin nicht. So weit hat der Durst sie getrieben. In der Galerie leckt einer ein feuchtes Rinnsal von der Wand. Was ist aus meinen tapferen Männern geworden? Wenn kein Wunder geschieht, bricht unser Widerstand zusammen. Ein fürchterlich Verletzter kommt auf mich zu, streckt mir die Hand entgegen. Er fleht, Herr Kommandant, zu trinken. Ich sage ihm, er soll die Hoffnung nicht verlieren. Man werde uns Hilfe schicken. Ob
meine Taube angekommen ist. Es ist der vierte Tag in den Gängen des Forts. Staub, Rauch, kaum Luft. Die Männer sind erschöpft. Wir machen Meldung. Schreiben Sie. Aufenthalt unerträglich. Ablösung aller Teile erforderlich. Wasser! Sag ihm, wir brauchen vor allem Wasser! Zum Glück schießen die Franzosen im Fort nicht mehr. Sonst wären wir hier in der Falle. Was sollen wir machen? Ich habe alle Offiziere in meinem Gefechtsstand versammelt. Sie sind verzweifelt. Wenn wir unsere Männer für das Vaterland erhalten wollen, bleibt nur eine baldige Kapitulation. Wir sind uns einig. Nur von draußen hören wir noch Kampfgeräusche. Plötzlich werden die Männer unruhig. Ich schieße! Was ich dann sehe, halte ich zunächst für einen üblen Streich. Ich mache die Pistole frei. Die Franzosen geben auf! Sie kapitulieren wirklich! Sie kapitulieren! Frau Wu kapituliert. Auftrag erfüllt. Wir treten an zu Ehren der französischen Verteidiger. Präsentiert das Gewehr! Ich, der Kommandant von Fort Vaux, habe meinen Männern gesagt, dass sie die wahren Helden seien. Tapfer, wie sie waren. Ich möchte, dass alle Welt es weiß. Der Sieger war nicht der Deutsche. Wir wurden nicht geschlagen. Wir sind der Erschöpfung und dem Durst erlegen. Die Bilanz der Erstürmung von Fort Vaux: 5000 Tote und Verwundete auf deutscher und französischer Seite. Was bleibt, ist eine Ruine. In deutscher Hand. Auch in den Gräben vor der Festung herrscht Totenstille. Wir lassen unsere Toten als Souvenir im Graben zurück. Da liegen sie, erstarrt in ihren blutverschmierten Zeltplanen. Ich erkenne sie wieder. Hier Cossé mit seiner Stoffhose. Aumont, der arme Kleine. Champion, mein Freund. Oliver! Und Delahaye. Er streckt uns seine Hand entgegen. Wie feierliche und unerbittliche Hüter dieses französischen Bodens scheinen sie auch im Tode noch dem Gegner den Zugang zu verweigern. Von unserer Kompanie sind mir noch 8 Mann geblieben. Das sogenannte blutige Dreieck. Nach dem Ende der Kämpfe um Fort Vaux am 7. Juni 1916 scheint der Sieg für die Deutschen zum Greifen nah. Nun rücken ihre Truppen bis auf 3000 Meter an die Stadt heran. Unter heftigen Gegenangriffen.
Auch das Infanterieregiment 288 soll den Gegner zurückdrängen. Kapitän Anatol Castex führt eine Kompanie. An meinen Sohn, mein lieber kleiner Riru, dein Papa vergisst dich nicht. Im Gegenteil, er denkt ständig an dich. Er gratuliert dir zu deinem Namenstag. Er möchte, dass du brav und lieb zu deiner Mutter bist. Sie verdient es wirklich. Ich grüße dich ganz warmherzig. Dein Papa. Liebe Silette, der General hat mir heute den Kriegsorden Croix de Guerre ausgehändigt. Mit folgender Würdigung. Bemerkenswerter Kompaniechef in jeder Hinsicht. Sehr ruhig, sehr mutig. Ich sage dir ganz offen, dass ich mich sehr darüber freue, dieses Kreuz endlich zu tragen. Ich denke, ich habe es verdient. Du kannst sicher sein, dass ich immer an euch beide denken werde, selbst mitten in der Gefahr. Der Gedanke an euch hilft mir, meine Pflicht zu tun, die ich, so gut ich kann, ohne Tollkühnheit erfüllen werde. Jeder der Gefallenen hat seine eigene Geschichte. Auf französischer Seite betragen die Verluste vor Verdun 378.000 Tote, Verwundete und Vermisste. Auf deutscher Seite 330.000. Wir gehen weiter vor, Richtung Fleury. Dieses blühende Dorf von einst ist vollständig dem Erdboden gleichgemacht. Nur noch Steinbrocken erinnern daran. So gerne ich früher Briefe geschrieben habe, so sehr ekelt mich dies jetzt an, weil ich nicht weiß, ob mich die Antwort noch lebend erreicht. Und schweigt sich besser aus. Für wen nur führen wir diesen Krieg? Und gegen wen? Stechende Schmerzen an Brust und Hand und verliere die Besinnung. Als ich wieder zu mir komme, sitzt neben mir ein Verwundeter des 3. Jägerregiments. Oh. Hilf mir! Ich bin verletzt! Was? Du lebst? Warte, ich helf dir. Es ist gut zu spüren, wie er sich um mich kümmert. Vorsichtig. Während er sein Samariterwerk vollbringt, fühle ich mich schwächer und schwächer. Ich erliege einer zweiten Ohnmacht. Es ist wie das Versinken in eine andere Welt. Als die Wirklichkeit mich zurückholt, liegt der Jäger, der mich verbunden hat, schwer auf mir und scheint zu schlafen. Ich will ihn aufwecken. Da sehe ich das Loch in seiner Stirn, aus dem dickes Blut quillt. Die Hand des Toten hat sich um meinen Arm gekrampft. Am Finger ist ein Trauring. Arme Witwe. Lehmbeschmutzt und blutbesudelt versuche ich, an den Rand des Granatrichters zu gelangen. Überall liegen Leichenteile. Ich habe nicht nur Schmerzen. Ich habe auch Angst, den Verstand zu verlieren. Das ist reine Menschenschlechterei.
Karl Rosner schleppt sich bis zu den eigenen Linien und wird in ein Lazarett gebracht. Im Tavantunnel melde ich mich beim Kolonel zurück mit meiner 101. Oder er, was davon geblieben ist. Kapitän Delvert, on a subi dimanche dernier un tir de démolition français. Kapitän Delvert. Das Einzige, was ihm einfällt, ist, uns anzubrüllen. Wenn wir unsere Stellung früher verlassen hätten, hätte er uns vors Kriegsgericht gebracht. Vergisst er, dass er die schreckliche Verantwortung trägt für alle, die in der Schlacht geblieben sind? Am traurigen und grauen Tag bekomme ich die ersten Briefe der Mütter an meine Soldaten, die auf dem Feld geblieben sind. Wie viel Ängste die mit unsicherer Hand geschriebenen Zeilen in sich tragen. Im Hauptquartier der 5. Armee des deutschen Kronprinzen kommt es zu einem ungewöhnlichen Treffen. Den Sohn des Kaisers hat die hartnäckige Verteidigung von Fort Vaux beeindruckt. Er lässt den gefangenen Kommandanten Eugène Raynal zu sich bringen. Der Kronprinz empfängt mich mit betonter Höflichkeit. Er respektiert und lobt die Ausdauer meiner Männer, ihre Tapferkeit. Dann folgt eine edle Geste. Aus dem Wunsch heraus, Ihre Tapferkeit zu ehren, Kommandant, ließ ich nach Ihrem Säbel suchen, den Ihnen zu überreichen ich mir schulde. Leider konnte er nicht gefunden werden. Ich konnte mir diese Waffe besorgen und ich bitte Sie, sie anzunehmen. Merci, Sire. Ich kann mir einen ironischen Blick nicht ersparen. Aber ich kann nicht ablehnen. Raynal geht in Kriegsgefangenschaft. Kronprinz Wilhelm bleibt Oberbefehlshaber der 5. Armee und verteilt weiter Orden. Freiherr Karl von Andrian wird für die Eroberung einer feindlichen Stellung mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet. Mein Handeln dürfte über die Pflichten eines Kompaniechefs weit hinausgegangen sein. Ich war vielmehr der Führer einer ganzen Kampfgruppe. Ich nehme die Auszeichnung an, auch wenn es für das, was wir geschafft haben, keinen gerechten Lohn geben kann. Wen mag der einst die richtende Geschichte für das nutzlose Blutbad von Verdun verantwortlich machen? Hunderttausende wurden in die Schlacht geschickt, die nicht wissen, ob sie für Recht oder Unrecht kämpften. Man empfindet die Ruhe und den Schlaf im Krankensaal als wertvollstes Geschenk. Man ist immer noch teilnahmslos. Die Gedanken schweifen unablässig nach Verdun zurück. Sehr verehrte Madame Castex, hiermit muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Mann, Anatol Castex,
im Wald von Beauchapitre gefallen ist, als er heldenhaft versuchte, mit seiner Einheit eine Lücke in der Front zu schließen. Er hinterlässt uns allen die Erinnerung an einen großzügigen, geradlinigen Charakter mit einer zarten Seele. General Pétain gelingt es nur mit Mühe, die Moral der Truppe aufrechtzuerhalten. Doch er wird sein Ziel erreichen. Ils ne passeront pas. Sie kommen nicht durch. Verdun wird nicht eingenommen. Auch weil ein anderer Kriegsschauplatz in den Vordergrund rückt. Im Juli 1916 beginnt die Schlacht an der Somme, 200 Kilometer nordwestlich von Verdun. Hier stürmen nach tagelangem Artilleriebeschuss britisch-französische Truppen auf die deutschen Linien zu. Erstmals werden dort Panzer eingesetzt. Der alliierte Gegenschlag gelingt. Falkenhayn muss alle verfügbaren Kräfte zur Somme-Schlacht abstellen, um dort eine Katastrophe für die deutsche Armee zu verhindern. Der Angriff bei Verdun muss eingestellt werden. Der Plan, hier die Entscheidung mit hohem Blutzoll zu erkaufen, ist gescheitert. Bald darauf wird er entlassen. Die Bilanz ist frappierend. Nach 300 Tagen ist der Frontverlauf fast derselbe wie im Februar 1916, zu Beginn der Schlacht. Am 2. November 1916 dringen französische Soldaten in das Fort Vaux ein. Die so blutig umkämpfte Festung stand leer. Die deutschen Besatzer hatten das Fort schon einen Tag früher verlassen. So wird auch dieser Ort zum Symbol für die Sinnlosigkeit des Abnutzungskrieges. Und sie sind seine Opfer. Der deutsche Kaiser wird später sagen, er habe diesen Krieg nie gewollt. Die Generäle hätten ihm das Heft aus der Hand genommen. General von Falkenhayn schreibt bald nach dem Weltkrieg seine Memoiren. Er bleibt von der Richtigkeit seiner Kriegsführung bei Verdun, den Gegner auszubluten, überzeugt. Falkenhayn stirbt 1922. General Pétain gilt in Frankreich als der Held von Verdun. Nach der Niederlage 1940 wird er französischer Staatschef. Die Vichy-Regierung kollaboriert mit Nazi-Deutschland. Deshalb wird er nach dem Ende der Besatzung in Frankreich zum Tode verurteilt. Doch seine Verdienste im Ersten Weltkrieg retten ihm das Leben. Freiherr Karl von Andrean erhält die höchste bayerische Auszeichnung für Tapferkeit, den Militär-Max-Joseph-Orden. Die Verluste seiner Kompanie liegen bei 70%. Im Zweiten Weltkrieg nimmt Andrean als Oberst am Überfall auf die Sowjetunion teil. Dr. Moses Strauß erkrankt mehrmals an Typhus. Doch bis zum Ende des Ersten Weltkriegs wirkt er unermüdlich als Arzt an der deutschen Front und wird dafür ausgezeichnet. 1939 treibt ihn die Judenverfolgung der Nazis aus seiner Heimat.
Er flieht nach Liechtenstein. Eugène Rénal überlebt den Krieg in deutscher Kriegsgefangenschaft. Bis heute wird er in Frankreich als Held von Forvaux verehrt, weil er seine Männer nicht sinnlos geopfert und doch Haltung bewahrt habe. Rénals letzte Taube hat den Notruf aus der Festung überbracht, starb aber noch am gleichen Tag, vergiftet von Kampfgasen. Posthum erhält die Taube den höchsten französischen Orden, die Ehrenlegion. Charles Delvert notierte nach der Schlacht von Verdun: Wie viele von ihnen werden binnen weniger Stunden getötet werden? Der blutige Wahnsinn geht weiter. Sie sind menschliches Futter, das der Krieg verschlingt. Delvert arbeitet nach dem Krieg wieder als Geschichtslehrer. Er versucht seinen Schülern die Vision eines friedlichen Europa zu vermitteln. Bis heute finden sich in französischen Geschichtsbüchern Passagen aus seinen Kriegstagebüchern. Mach's gut. Karl Rosner wird nach dem Ersten Weltkrieg Rechtsanwalt. Viele Jahre spricht er mit niemandem über das Erlebte. Zu tief sitzen die Wunden. Danke für alles. Während der Hitlerzeit wird er Verfolgte des NS-Regimes verteidigen. Nach 1945 ist er einer der ersten deutschen Juristen, die ihren Beruf wieder aufnehmen dürfen. Seine Botschaft nach Verdun heißt: Krieg, dem Krieg. Es war an einem Frühlingstag 1919. Moriru, mein lieber Sohn. Ich bin nun dort, wo dein Vater so tapfer gekämpft hat. Tagelang habe ich sein Grab gesucht. Ich habe es leider nicht gefunden. Vielleicht wirst du eines Tages, wenn du erwachsen bist, verstehen, welchen Sinn sein Tod hatte. Grausame Musik. Je weiter wir auf dem Trümmerfeld vordringen, desto orkanartiger erklingen die Töne des Krieges. Wir werden immer weiter in die Hölle getrieben. Liebe Mutter, mach dir keine Sorgen, mir geht es gut. Ich schreibe dir nur so selten, weil wir immer öfter im Einsatz sind. Wieder haben wir wenige Meter Boden mit hohen Opfern erkauft. Viele Grüße, dein Karl. Mein Spazierstock und die Pfeife taten mir gute Dienste. So ging es unaufhaltsam vorwärts, schreiend, pfeifend in eine Richtung. Endlich wurden wir ganz vorn an der Front eingesetzt. Mein unerschrockenes Vorstürmen zog die anderen mit.
Ich habe mit meiner Kompanie Großes geleistet. Hände hoch! Los, los! Muss ich denn erst gefallen oder Krüppel sein, damit ich den Orden, den ich längst verdient habe, bekomme? Als Almosen? Wir machen Gefangene. Für sie ist die Schlacht zu Ende. Vielleicht sind manche sogar froh. Wir sind in vorderster Linie. Krankenträger! Krankenträger! Unser Bataillon bekam viel Anerkennung, doch von 900 Mann sind nur noch 120 übrig. Unsere besten Offiziere sind gefallen. Ich habe rund um die Uhr Dienst und selber hohes Fieber. Auch mehrere verletzte Franzosen sind in meinem Unterstand. Ich habe sie notdürftig verbunden. In wenigen Tagen hatte ihr Regiment 1000 Mann verloren. Oft kann ich nur wenig für die Verwundeten tun. Kraft im Osten, Russland zu bezwingen. Der 29-jährige Münchner Jurist Karl Rosner vermag der Kriegseuphorie nichts abzugewinnen. Er ist zur Grundausbildung einberufen. In der Fremde sein bisschen Jugend opfern? Für wen eigentlich? Vorläufig bin ich entschlossen, mich ins Unvermeidliche zu fügen. Vielen Dank, Mutter. Aber gerne, mein Junge. Karl Rosner wird Rekrut im Bayerischen Infanterieregiment 20. Trommelfeuer im Westen. Schon nach wenigen Wochen ist die Front festgefahren. Ein schneller Sieg über Frankreich ist pure Illusion. Es beginnt der Stellungskrieg. Und immer wieder heißt es, im Westen nichts Neues. General Erich von Falkenhayn, Chef der deutschen Heeresleitung, schlägt dem Kaiser im Dezember 1915 vor, wie er wieder Bewegung in die festgefahrene Front bringen will. Dort, wo der Weg nach Paris durch starke Festungsanlagen versperrt ist, will er eine Entscheidungsschlacht herbeiführen. Bei Verdun. Der Kaiser lässt den General gewähren. Frankreich und Deutschland Anfang 1916. Die deutschen Truppen sind auf ganzer Breite nach Frankreich vorgedrungen, bis zu 120 Kilometer tief. An der Maas liegt das größte Verteidigungsbollwerk der Front. Vor Verdun sollen mehrere Festungen und Abwehrgürtel die Deutschen aufhalten. Karl Rosner hat seinen Marschbefehl erhalten. Er soll sich bei einer Maschinengewehreinheit einfinden. Pass auf dich auf. Karl, vergiss nicht, mir zu schreiben. Wohin werde ich kommandiert? Es ist die große Ungewissheit, die mir keine Ruhe lässt. Seit dem 21. Februar 1916 tobt die Schlacht. Tausende von Artilleriegeschützen aller Kaliber sollen die Festungsanlagen vor Verdun sturmreif schießen. Die erste Bastion ist das Fort Douaumont. Es gilt als Lehmbeschmutzt und blutbesudelt versuche ich, an den Rand des Granatrichters zu gelangen. Überall liegen Leichenteile. Ich habe nicht nur Schmerzen. Ich habe auch Angst, den Verstand zu verlieren. Das ist reine Menschenschlechterei.
Karl Rosner schleppt sich bis zu den eigenen Linien und wird in ein Lazarett gebracht. Im Tavan-Tunnel melde ich mich beim Kolonel zurück mit meiner 101. Oder eher, was davon geblieben ist. Kapitän Delvert, on a subi dimanche dernier un tir de démolition français. Kapitän Delvert. Das Einzige, was ihm einfällt, ist, uns anzubrüllen. Wenn wir unsere Stellung früher verlassen hätten, hätte er uns vors Kriegsgericht gebracht. Vergisst er, dass er die schreckliche Verantwortung trägt für alle, die in der Schlacht geblieben sind? Am traurigen und grauen Tag bekomme ich die ersten Briefe der Mütter an meine Soldaten, die auf dem Feld geblieben sind. Wie viel Ängste die mit unsicherer Hand geschriebenen Zeilen in sich tragen. Im Hauptquartier der 5. Armee des deutschen Kronprinzen kommt es zu einem ungewöhnlichen Treffen. Den Sohn des Kaisers hat die hartnäckige Verteidigung von Fort Vaux beeindruckt. Er lässt den gefangenen Kommandanten Eugène Raynal zu sich bringen. Der Kronprinz empfängt mich mit betonter Höflichkeit. Er respektiert und lobt die Ausdauer meiner Männer, ihre Tapferkeit. Dann folgt eine edle Geste. Bei Verdun, den Gegner auszubluten, überzeugt. Falkenhayn stirbt 1922. General Pétain gilt in Frankreich als der Held von Verdun. Nach der Niederlage 1940 wird er französischer Staatschef. Die Vichy-Regierung kollaboriert mit Nazi-Deutschland. Deshalb wird er nach dem Ende der Besatzung in Frankreich zum Tode verurteilt. Doch seine Verdienste im Ersten Weltkrieg retten ihm das Leben. Freiherr Karl von Andrean erhält die höchste bayerische Auszeichnung für Tapferkeit, den Militär-Max-Joseph-Orden. Die Verluste seiner Kompanie liegen bei 70%. Im Zweiten Weltkrieg nimmt Andrean als Oberst am Überfall auf die Sowjetunion teil. Dr. Moses Strauß erkrankt mehrmals an Typhus. Doch bis zum Ende des Ersten Weltkriegs wirkt er unermüdlich als Arzt an der deutschen Front und wird dafür ausgezeichnet. 1939 treibt ihn die Judenverfolgung der Nazis aus seiner Heimat. Er flieht nach Liechtenstein. Eugène Raynal überlebt den Krieg in deutscher Kriegsgefangenschaft. Bis heute wird er in Frankreich als Held von Fort Vaux verehrt. Weil er seine Männer nicht sinnlos geopfert und doch Haltung bewahrt habe. Raynals letzte Taube hat den Notruf aus der Festung überbracht, starb aber noch am gleichen Tag, vergiftet von Kampfgasen. Posthum erhält die Taube den höchsten französischen Orden, die Ehrenlegion. Charles Delvert notierte nach der Schlacht von Verdun: Wie viele von ihnen werden binnen weniger Stunden getötet werden? Der blutige Wahnsinn geht weiter. Sie sind menschliches Futter, das der Krieg verschlingt.
Delvaire arbeitet nach dem Krieg wieder als Geschichtslehrer. Er versucht seinen Schülern die Vision eines friedlichen Europa zu vermitteln. Bis heute finden sich in französischen Geschichtsbüchern Passagen aus seinen Kriegstagebüchern. Keine Briefe mehr durch und kein Wein. Wenn die Deutschen vorrücken, so beschießen sie uns mit zahllosen Granaten und kommen doch nur mit ungeheuer hohen Verlusten voran. Gestern hat General Pétain die Truppe besucht. Ein guter Mann. Er sagte, wir verteidigen nicht nur eine Stadt, wir verteidigen die ganze Nation. Ils ne passeront pas. Sie werden nicht durchkommen. Es küsst dich, dein Anatol. Ende Mai 1916 rückt auch das bayerische Infanterieregiment 16 an die Front bei Verdun. Oberleutnant Karl Freiherr von Andrian führt die Kompanie an. Meine liebe Frau, ich wünschte manchmal, ich wäre noch der harte Mann, der ich früher war oder zumindest zu sein glaubte. Ich habe mir die Vorbereitungen zur Bezwingung Verduns etwas sorgfältiger vorgestellt. Die Truppe wird allzu oft planlos eingesetzt. Doch wir werden die Entscheidung in den nächsten Wochen herbeiführen. Ich habe heute die eingelaufenen Befehle zur Einsicht bekommen. Darunter waren auch die Verleihungen des Eisernen Kreuzes erster Klasse. Ich befinde mich nicht darunter. Dies kränkt mich tief. Also muss Verdun für mich zur Bewährung werden. Ich fühle mich sehr einsam. In Liebe, dein Karl. Mai 1916. Die Schlacht um Verdun tobt schon seit 100 Tagen. Die Deutschen stehen nur noch 5 Kilometer vor der Stadt. Im mörderischen Grabenkrieg. Kapitän Charles Delvaire versucht, seine Stellung an vorderster Front zu halten. Die Hügel sind durchzogen von kilometerlangen Gräben, in denen der Tod wohnt. In den Löchern steht der Schlamm kniehoch. Der Leichengeruch ist beißend. Läuse und Ausschläge plagen die Soldaten. Wir haben Leuchtraketen abgeschossen, damit die eigene Artillerie weiß, wo unsere Stellung ist. Nicht das Feuer von vorn, sondern Feuer von hinten hat vor einer Stunde unser Maschinengewehr zerstört. Wir versuchen immer wieder, auf uns aufmerksam zu machen. Ich lasse weitere Leuchtraketen abfeuern. In unserem Feuer. Man muss es anerkennen. Der Deutsche ist ein furchterregender Soldat. Meine liebe Frau, wir dürften hier an der gefährlichsten Stelle der ganzen Verdun-Front sein. Bis jetzt hat die Kompanie 152 Mann Verluste erlitten, doch wir wurden wieder aufgefrischt. Der Anblick eines toten Offiziers in meinem Unterstand hat mich schon gestört. Können Sie mich hören? Meldung! Wir liegen unter Beschuss! Wenn nur die Generäle wüssten, was wir hier durchmachen. Wenn der Krieg für unsere Befehlshaber ebenso gefährlich wäre wie für die Männer, dann wäre er schon lang zu Ende. Die Deutschen kommen immer näher. Schau, Pisi! Seit 3 Tagen habe ich nicht mehr geschlafen. Unser Munitionsverbrauch ist viel zu hoch. Champion schaut mich an, als könnte ich was an unserer Lage ändern. Es ist noch nicht zu Ende. Wir werden sie nie kriegen. Wir sollten lieber Freundschaft schließen und hier mit allem Schluss machen. Meine liebe Silette, ich bin sehr müde. Seit 7 Tagen und Nächten habe ich mich nicht mehr hingelegt.
Nach dem ständigen Beschuss ist man froh, bald ein wenig Erholung zu haben. Ich werde für mehrere Tage von der Front in das hintere Heeresgebiet versetzt. Wenn wir uns dort nur sehen könnten. Ich bitte dich zu kommen. Siehst du dich in der Lage, die Reise zu unternehmen? Ich wäre so glücklich, dich ankommen zu sehen. Wenn du kannst und wenn du dich dafür entscheidest, verlang deinen Passierschein, sobald du meinen Brief erhalten hast. Und fahr sofort weg. Denn man darf keine Minute verlieren. Dein Anatol. Juni 1916. Unter hohen Verlusten kämpfen sich die Soldaten des Infanterieregiments 53 an das Fort Vaux heran. Und dann ein Phänomen, das für viele Ärzte neu ist. Die Nerven brechen zusammen in der Hölle des Stellungskrieges. Man nennt sie die Kriegszitterer. Ich fühle mich mehr als Arzt, denn als Soldat. Und gerade das bereitet mir oft Schwierigkeiten. Seit gestern bin ich mit unserem Adjutanten, Leutnant Bollensen, völlig verkracht. Er führt den hohen Krankenstand im Bataillon auf mich zurück. Ich sei nicht hart genug. Er behauptet sogar, ich hätte einen Soldaten zum Waschkommando versetzt, weil er wie ich Jude sei. Dabei geschah dies ohne mein Zutun. Ich weiß genau, warum Sie das machen, Dr. Strauß. Sie sind zu weich. Es dauert ja Wochen, bis die Leute wieder gesund sind. Das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Zum letzten Mal. Schneller, Dr. Strauß. Ich berichte dem Regimentsarzt von dem Vorfall. Der hält die Sache für eine antisemitische Verleumdung, die ich nicht auf mir sitzen lassen dürfe. Bollensen und ich werden beim Oberst einbestellt. Der erklärt, im Frieden würden solche Angelegenheiten nach dem Ehrenkodex der Offiziere geregelt. Jetzt wäre das undenkbar. Wir hätten beide Unrecht. Offiziere und Ärzte müssten in solchen Zeiten zusammenarbeiten. Die Hauptschuld aber sieht er bei Bollensen. Ich frage Sie hiermit, sind Sie damit einverstanden? Jawohl, Herr Oberst. Jawohl, Herr Oberst. Bollensen verliert seinen Posten als Adjutant und wird an die Front versetzt. Wir Ärzte sehen doch am deutlichsten, was die Soldaten zu ertragen haben. Kaum jemand meldet sich krank. Die meisten kommen schwer verwundet ins Lazarett. Nie zuvor hat ein Krieg so viele Menschen derart entstellt. Das Hauptquartier des Kronprinzen Wilhelm in Verfolgung der Nazis aus seiner Heimat. Er flieht nach Liechtenstein. Eugène Rénal überlebt den Krieg in deutscher Kriegsgefangenschaft. Bis heute wird er in Frankreich als Held von Fort Vaux verehrt, weil er seine Männer nicht sinnlos geopfert und doch Haltung bewahrt habe. Rénals letzte Taube hat den Notruf aus der Festung überbracht, starb aber noch am gleichen Tag, vergiftet von Kampfgasen.
Posthum erhält die Taube den höchsten französischen Orden, die Ehrenlegion. Charles Delvert notierte nach der Schlacht von Verdun: Wie viele von ihnen werden binnen weniger Stunden getötet werden? Der blutige Wahnsinn geht weiter. Sie sind menschliches Futter, das der Krieg verschlingt. Delvert arbeitet nach dem Krieg wieder als Geschichtslehrer. Er versucht seinen Schülern die Vision eines friedlichen Europa zu vermitteln. Bis heute finden sich in französischen Geschichtsbüchern Passagen aus seinen Kriegstagebüchern. Mach's gut. Karl Rosner wird nach dem Ersten Weltkrieg Rechtsanwalt. Viele Jahre spricht er mit niemandem über das Erlebte. Zu tief sitzen die Wunden. Danke für alles. Während der Hitlerzeit wird er Verfolgte des NS-Regimes verteidigen. Nach 1945 ist er einer der ersten deutschen Juristen, die ihren Beruf wieder aufnehmen dürfen. Seine Botschaft nach Verdun heißt: Krieg, dem Krieg. Es war an einem Frühlingstag 1919. Mon Rirou, mein lieber Sohn. Ich bin nun dort, wo dein Vater so tapfer gekämpft hat. Tagelang habe ich sein Grab gesucht. Ich habe es leider nicht gefunden. Vielleicht wirst du eines Tages, wenn du erwachsen bist, verstehen, welchen Sinn sein Tod hatte. Er hat sich um meinen Arm gekrampft. Am Finger ist ein Trauring. Arme Witwe. Lehmbeschmutzt und blutbesudelt versuche ich, an den Rand des Granatrichters zu gelangen. Überall liegen Leichenteile. Ich habe nicht nur Schmerzen. Ich habe auch Angst, den Verstand zu verlieren. Das ist reine Menschenschlechterei. Karl Rosner schleppt sich bis zu den eigenen Linien und wird in ein Lazarett gebracht. Im Tavan-Tunnel melde ich mich beim Kolonel zurück mit meiner 101. Oder eher, was davon geblieben ist. Kapitän Delvert, on a subi dimanche dernier un tir de démolition français. Kapitän Delvert. Das Einzige, was ihm einfällt, ist, uns anzubrüllen. Wenn wir unsere Stellung früher verlassen hätten, hätte er uns vors Kriegsgericht gebracht. Vergisst er, dass er die schreckliche Verantwortung trägt für alle, die in der Schlacht geblieben sind? Traurigen und grauen Tag bekomme ich die ersten Briefe der Mütter an meine Soldaten, die auf dem Feld geblieben sind. Wie viel Ängste die mit unsicherer Hand geschriebenen Zeilen in sich tragen. Ja.
Im Hauptquartier der 5. Armee des deutschen Kronprinzen kommt es zu einem ungewöhnlichen Treffen. Den Sohn des Kaisers hat die hartnäckige Verteidigung von Fort Vaux beeindruckt. Er lässt den gefangenen Kommandanten Eugène Raynal zu sich bringen. Der Kronprinz empfängt mich mit betonter Höflichkeit. Kapitän Charles Delvert versucht, seine Stellung an vorderster Front zu halten. Die Hügel sind durchzogen von kilometerlangen Gräben, in denen der Tod wohnt. In den Löchern steht der Schlamm kniehoch. Der Leichengeruch ist beißend. Läuse und Ausschläge plagen die Soldaten. Wir haben Leuchtraketen abgeschossen, damit die eigene Artillerie weiß, wo unsere Stellung ist. Nicht das Feuer von vorn, sondern Feuer von hinten hat vor einer Stunde unser Maschinengewehr zerstört. Wir versuchen immer wieder, auf uns aufmerksam zu machen. Ich lasse weitere Leuchtraketen abfeuern. Immer wieder Einschläge. Eine brennende Planke fällt auf die Kiste mit den Leuchtraketen. Unser Kamerad Champion hat sie offen stehen lassen. Das hätte Tote geben können. La prochaine fois, elle est fermée, hein? Ich sage ihm, dass er sie das nächste Mal verschließen soll. Die Todesangst steht ihm ins Gesicht geschrieben. Anfang Juni 1916 beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung eines Soldaten bei Verdun etwa 14 Tage. Karl Rosner wird Zeuge, als ein Teil seiner Kompanie zurückkehrt. Dorntod, Kotzertod, Pongratztod, Belledintod, Dütschtod, Wüschertod. Schanzenbach verwundet. Gerstl vermisst. Von 45 Kameraden sind 29 gefallen. Unter ihnen waren liebe Freunde. Man hat fern der Heimat Leid und Freude mit ihnen geteilt. Man empfindet ihren Tod wie das Ableben naher Verwandter. Sie wissen nicht einmal, wofür sie gestorben sind. Und für wen? Der Krieg ist die grausamste Gewaltanwendung. Nicht nur am Gegner, sondern auch an den eigenen Soldaten. Es herrscht Stille. Die Zahl der Toten sagt mehr als Worte. Die Erinnerung an einen großzügigen, geradlinigen Charakter mit einer zarten Seele. General Pétain gelingt es nur mit Mühe, die Moral der Truppe aufrecht zu erhalten. Doch er wird sein Ziel erreichen. Ils ne passeront pas. Sie kommen nicht durch. Verdun wird nicht eingenommen. Auch weil ein anderer Kriegsschauplatz in den Vordergrund rückt. Im Juli 1916 beginnt die Schlacht an der Somme, 200 Kilometer nordwestlich von Verdun. Hier stürmen nach tagelangem Artilleriebeschuss britisch-französische Truppen auf die deutschen Linien zu. Erstmals werden dort Panzer eingesetzt. Der alliierte Gegenschlag gelingt. Falkenhayn muss alle verfügbaren Kräfte zur Somme-Schlacht abstellen, um dort eine Katastrophe für die deutsche Armee zu verhindern. Der Angriff bei Verdun muss eingestellt werden.
Der Plan, hier die Entscheidung mit hohem Blutzoll zu erkaufen, ist gescheitert. Bald darauf wird er entlassen. Die Bilanz ist frappierend. Nach 300 Tagen ist der Frontverlauf fast derselbe wie im Februar 1916, zu Beginn der Schlacht. Am 2. November 1916 dringen französische Soldaten in das Fort Vaux ein. Die so blutig umkämpfte Festung stand leer. Die deutschen Besatzer hatten das Fort schon einen Tag früher verlassen. So wird auch dieser Ort zum Symbol für die Sinnlosigkeit des Abnutzungskrieges. Und sie sind seine Opfer. Der deutsche Kaiser wird später sagen, er habe diesen Krieg nie gewollt. Die Generäle hätten ihm das... Ich hätte dir noch so viel sagen wollen. Gebe Gott, dass der Krieg mich verschonen wird. Anatole. Il ne faut pas abandonner les camarades. Je suis désolé. Mein Liebling. Es waren nur wenige Stunden. Aber es war, als hätten sie all die Zeit aufgewogen, die du weg warst. Und doch hat mich der Moment des Abschieds mit Schmerz erfüllt. Ich sehne den Tag herbei, an dem ich dich und den Kleinen in unserer Heimat wiedersehe. Immer wieder drücke ich das Amulett, das du mir gabst, an mein Herz. Du bist immer bei mir. Wir bewegen uns in einem grauenhaft zerschossenen Gebiet, in dem der Tod wohnt. In den Lüften heult und wimmert es, wie von 1000 Geistern. Es ist eine grausame Musik. Je weiter wir auf dem Trümmerfeld vordringen, desto orkanartiger erklingen die Töne des Krieges. Wir werden immer weiter in die Hölle getrieben. Liebe Mutter, mach dir keine Sorgen, mir geht es gut. Ich schreibe dir nur so selten, weil wir immer öfter im Einsatz sind. Wieder haben wir wenige Meter Boden mit hohen Opfern erkauft. Viele Grüße, dein Karl. Mein Spazierstock und die Pfeife taten mir gute Dienste. So ging es unaufhaltsam vorwärts, schreiend, pfeifend, in eine Richtung. Der Adjutant versucht, das Wenige gerecht zu verteilen. Gierig trinken die Männer das nach Leichen stinkende Wasser. Nee. Im Fort Vaux sind 600 Mann eingeschlossen. Kommandant Renal lässt seine Soldaten in mehreren Schichten kämpfen. Nur die Hälfte ist noch einsatzfähig. Vierter Juni.
Die Lage ist katastrophal. Die Deutschen blockieren alle Ausgänge. Ein Ausbruch kommt nicht in Frage. Doch wir müssen das vorhalten. Im Laufe des Nachmittags kommt ein Sergeant zu mir und möchte mich allein sprechen. Mit erstickter Stimme sagt er, in der Zisterne ist kaum noch Wasser. Ich kann es nicht glauben. Ich sage ihm, das ist Verrat. Man hat uns versichert, dass der Vorrat noch für Wochen reicht. Später erfahre ich, dass die Zisterne einen Riss hat. Nach wochenlangem Beschuss. Wie sollen wir die nächsten Tage überstehen ohne Nachschub? Jetzt beginnt der Todeskampf. Ich befehle, das wenige Wasser zurückzuhalten und heute nichts zu verteilen. Vierter Juni. Wir versuchen weiter ins Innere der Festung vorzudringen. 5 Meter vor uns befindet sich eine Barrikade aus Sandsäcken mit einem MG. Ist dort jemand? Kamerad Francais, komm zu uns. Wir haben Brot, Wasser und Wein. Niemand wird schießen. Nous avons beaucoup d'eau. Schweigen, nichts als Schweigen in diesem düsteren Gewölbe. Warum ziehen sich die Franzosen immer weiter zurück? Vorwärts! Los! Los! Vorwärts! Vorsichtig! Das AOK 5. Sofort. Hunderttausende Menschen. Als Material für den Abnutzungskrieg. Falkenhayn glaubt, seine Strategie sei erfolgreich. Doch er verrechnet sich. General Pétain lässt seine Verbände immer wieder ablösen, was in den Augen des Gegners den Eindruck erweckt, seine Truppen seien aufgerieben. Doch auch er glaubt, am Ende werde die Partei den Sieg davontragen, die den letzten Mann besitzt. Im Tross der nachrückenden Truppen ist auch der 28-jährige Beamtenanwärter Anatole Castex. Er hat sich freiwillig gemeldet. Auch er schreibt Briefe an seine Frau. Meine geliebte kleine Frau Silette, seit meiner Abfahrt nach Verdun habe ich keinen Moment gefunden, dir länger zu schreiben. Jede Nacht denke ich an den Tag zurück, als ich dich und unseren kleinen Henri zum letzten Mal sah. Ich will dir sagen, dass wir unsere Pflicht vortrefflich erfüllen. Ich bin immer guter Hoffnung und lasse es nicht an Mut fehlen. Bete für mich, damit wir diese Hölle überstehen. Silette, fais bien attention à toi. Bien sûr. Versprich mir, dass du immer auf dich und unseren Kleinen aufpassen wirst. Ich denke ganz fest an dich. Anmarsch über die Voie Sacrée, den sogenannten Heiligen Weg.
Er ist die französische Schlagader für die Blutpumpe Verdun. Mehr als 3000 Lkw täglich bringen Nachschub. Ein ununterbrochener Fluss von Soldaten. Im Hinterland von Verdun türmen sich Berge von Munition. André Nall trifft Vorkehrungen zur Abwehr des Angriffs. Die Schlinge wird enger. Ich lasse Sandsackbarrikaden errichten. Die Deutschen brauchen dieses Vor. Ihre Zeitungen haben die Eroberung schon als vollendete Tatsache verkündet. Sie werden alles daran setzen, um uns zu bezwingen. Immer wieder schicken sie uns Gas. Und wir können dem nicht entrinnen. Bitte dem Gas! Bitte dem Gas! Nur selten gibt es eine Feuerpause. Die Schäden am Fort sind beträchtlich. Die Deutschen versuchen, an jeder Ecke ihre Zähne in die Mauern zu schlagen. Unter hohen Verlusten. Sie werden uns keine Ruhe mehr lassen. Der Mann in der Beobachtungsglocke muss alle 10 Minuten ausgewechselt werden. Den Lärm der Granaten hält selbst der tapferste Soldat nicht aus. Welchen Befehl die Deutschen auch bekommen, sie machen ihre Arbeit unbeirrt, auch wenn sie dabei auf der Strecke bleiben. In unserem Feuer. Man muss es anerkennen. Der Deutsche ist ein furchterregender Soldat. Meine liebe Frau, wir dürften hier an der gefährlichsten Stelle der ganzen Verdun-Front sein. Bis jetzt hat die Kompanie 152 Mann Verluste erlitten, doch wir wurden wieder aufgefrischt. Der Anblick eines toten Offiziers in meinem Unterstand hat mich schon gestört. Können Sie mich hören? Meldung! Wir liegen unter Beschuss! Wenn nur die Generäle wüssten, was wir hier durchmachen. Wenn der Krieg für unsere Befehlshaber ebenso gefährlich wäre wie für die Männer, dann wäre er schon lang zu Ende. Die Deutschen kommen immer näher. Schau, Pisi! Seit 3 Tagen habe ich nicht mehr geschlafen. Unser Munitionsverbrauch ist viel zu hoch. Champion schaut mich an, als könnte ich was an unserer Lage ändern. Es ist noch nicht zu Ende. Wir werden sie nie kriegen. Wir sollten lieber Freundschaft schließen und hier mit allem Schluss machen. Liebe Silette, ich bin... Minuten ausgewechselt werden. Den Lärm der Granaten hält selbst der tapferste Soldat nicht aus. Welchen Befehl die Deutschen auch bekommen, sie machen ihre Arbeit unbeirrt. Auch wenn sie dabei auf der Strecke bleiben. In unserem Feuer. Man muss es anerkennen. Der Deutsche ist ein furchterregender Soldat. Meine liebe Frau, wir dürften hier an der gefährlichsten Stelle der ganzen Verdun-Front sein. Bis jetzt hat die Kompanie 152 Mann Verluste erlitten, doch wir wurden wieder aufgefrischt. Der Anblick eines toten Offiziers in meinem Unterstand hat mich schon gestört. Können Sie mich hören? Meldung! Wir liegen unter Beschuss! Wenn nur die Generäle wüssten, was wir hier durchmachen. Wenn der Krieg für unsere Befehlshaber ebenso gefährlich wäre wie für die Männer, dann wäre er schon lang zu Ende. Die Deutschen kommen immer näher. Schau, Pisi! Seit 3 Tagen habe ich nicht mehr geschlafen. Unser Munitionsverbrauch ist viel zu hoch. Champion schaut mich an, als könnte ich was an unserer Lage ändern.
Sind Waffen? Es ist noch nicht zu Ende. Wir werden sie nie kriegen. Wir sollten lieber Freundschaft schließen und hier mit allem Schluss machen. Meine liebe Silette, ich bin sehr müde. Seit 7 Tagen und Nächten habe ich mich nicht mehr hingelegt. Nach dem ständigen Beschuss ist man froh, bald ein wenig Erholung zu haben. Ich werde für mehrere Tage von der Front in das hintere Heeresgebiet versetzt. Wenn wir uns dort nur sehen könnten. Ich bitte dich zu kommen. Siehst du dich in der Lage, die Reise zu unternehmen? Ich wäre so glücklich, dich ankommen zu sehen. Wenn du kannst und wenn du dich dafür entscheidest, verlang deinen Passierschein, sobald du meinen Brief erhalten hast. Und fahr sofort weg. Denn man darf keine Minute verlieren. Dein Anatol. Dame Musik. Je weiter wir auf dem Trümmerfeld vordringen, desto orkanartiger erklingen die Töne des Krieges. Wir werden immer weiter in die Hölle getrieben. Liebe Mutter, mach dir keine Sorgen, mir geht es gut. Ich schreibe dir nur so selten, weil wir immer öfter im Einsatz sind. Wieder haben wir wenige Meter Boden mit hohen Opfern erkauft. Viele Grüße, dein Karl. Mein Spazierstock und die Pfeife taten mir gute Dienste. So ging es unaufhaltsam vorwärts, schreiend, pfeifend in eine Richtung. Endlich wurden wir ganz vorn an der Front eingesetzt. Mein unerschrockenes Vorstürmen zog die anderen mit. Ich habe mit meiner Kompanie Großes geleistet. Muss ich denn erst gefallen oder Krüppel sein, damit ich den Orden, den ich längst verdient habe, bekomme? Als Almosen? Wir machen Gefangene. Für sie ist die Schlacht zu Ende. Vielleicht sind manche sogar froh. Wir sind in vorderster Linie. Krankenträger! Krankenträger! Unser Bataillon bekam viel Anerkennung, doch von 900 Mann sind nur noch 120 übrig. Unsere besten Offiziere sind gefallen. Ich habe rund um die Uhr Dienst und selber hohes Fieber. Auch mehrere verletzte Franzosen sind in meinem Unterstand. Ich habe sie notdürftig verbunden. In wenigen Tagen hatte ihr Regiment 1000 Mann verloren. Oft kann ich nur wenig für die Verwundeten tun. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Weiß ich, dass du lebst? Liebste Silette, ich weiß, wie sehr ihr euch Sorgen macht. Ihr könnt beruhigt sein. Man muss immer Vertrauen haben. Ich bin stolz darauf und glücklich, an einer Schlacht teilzunehmen, die so wichtig ist. Wir haben sicher dazu beigetragen, dass die Deutschen hier nicht weiterkommen. Es küsst und umarmt dich, dein Anatol.
2. Juni 1916. Deutsches Sperrfeuer unterstützt den Angriff auf Fort Vaux. Ein systematischer Beschuss mit fast 1500 Granaten pro Stunde. Kommandant Reynal trifft Vorkehrungen zur Abwehr des Angriffs. Die Schlinge wird enger. Ich lasse Sandsackbarrikaden errichten. Die Deutschen brauchen dieses Fort. Ihre Zeitungen haben die Eroberung schon als vollendete Tatsache verkündet. Sie werden alles daran setzen, um uns zu bezwingen. Immer wieder schicken sie uns Gas. Und wir können dem nicht entrinnen. Nur selten gibt es eine Feuerpause. Die Schäden am Fort sind beträchtlich. Die Deutschen versuchen an jeder Ecke ihre Zähne in die Mauern zu schlagen. Unter hohen Verlusten. Sie werden uns keine Ruhe mehr lassen. Der Mann in der Beobachtungsglocke muss alle 10 Minuten ausgewechselt werden. Den Lärm der Granaten hält selbst der tapferste Soldat nicht aus. Welchen Befehl die Deutschen auch bekommen, sie machen ihre Arbeit unbeirrt, auch wenn sie dabei auf der Strecke bleiben, in unserem Feuer. Man muss es anerkennen, der Deutsche ist ein furchterregender Soldat. Meine liebe Frau, wir dürften hier an der gefährlichsten Stelle der ganzen Verdun-Front sein. Bis jetzt hat die Kompanie 152 Mann Verluste erlitten, doch wir wurden wieder aufgefrischt. Der Anblick eines toten Offiziers in meinem Unterstand hat mich schon gestört. 53 zum Sturm an. Die Soldaten nähern sich der Festung über ein Netz von Laufgräben. Leutnant Werner Müller sieht seinen Einsatz als Routine. Fertig machen! Fertig machen! Auch er führt Tagebuch. Tag der Entscheidung. Wir stürmen mit unserer Kompanie die Festung. Vor dem Angriff schwinden die Zweifel und es obsiegt das Pflichtgefühl für unser Vaterland. Wir geraten in rasendes Maschinengewehrfeuer. Leutnant Köster schreit: Wer kein Feigling ist, der folge mir. Leutnant Köster ist einer der Ersten, der fällt. Der Kampf bei Fort Vaux nimmt an Schärfe zu. Die Deutschen stürmen die Abhänge der Festung. Sie sind sehr verbissen und sehr tapfer. Viele bleiben auf der Strecke. Doch es scheint, als stünden sie immer wieder auf. Die Hammerschläge der Granaten lassen nicht nach. Zu allem Überfluss schicken sie uns Tränengas. Ein unerträglicher Geruch verpestet die Luft. Was für eine Qual. Der Tod ist überall, kommt vom Himmel und schleicht sich an. Eigentlich soll der technische Fortschritt das Leben verbessern. Aber es ist anders. Die Technik macht aus diesem Krieg ein Massensterben. Die Menschen werden zum Futter der Kanonen, zum Kugelfang zahlloser Gewehre, zu Opfern von Granaten. Und sie sterben unter Qualen an den Gasen, die ihre Lungen verätzen. Fünfhundert Kilometer von der Schlacht entfernt, in der kleinen Stadt Mironde in der Gascogne,
wartet Siletka Steks auf Nachricht von ihrem Mann Anatol. Mein lieber Anatol, jeden Tag fragt unser kleiner Henri nach dir. Der Gedanke daran, dass du dich... Im Tavan-Tunnel melde ich mich beim Kolonel zurück mit meiner 101. Oder er, was davon geblieben ist. Kapitän Delvert, on a subi dimanche dernier un tir de démolition français. Kapitän Delvert. Das Einzige, was ihm einfällt, ist uns anzubrüllen. Wenn wir unsere Stellung früher verlassen hätten, hätte er uns vors Kriegsgericht gebracht. Vergisst er, dass er die schreckliche Verantwortung trägt für alle, die in der Schlacht geblieben sind? Am traurigen und grauen Tag bekomme ich die ersten Briefe der Mütter an meine Soldaten, die auf dem Feld geblieben sind. Wie viel Ängste die mit unsicherer Hand geschriebenen Zeilen in sich tragen. Im Hauptquartier der 5. Armee des deutschen Kronprinzen kommt es zu einem ungewöhnlichen Treffen. Den Sohn des Kaisers hat die hartnäckige Verteidigung von Fort Vaux beeindruckt. Er lässt den gefangenen Kommandanten Eugène Raynal zu sich bringen. Der Kronprinz empfängt mich mit betonter Höflichkeit. Er respektiert und lobt die Ausdauer meiner Männer, ihre Tapferkeit. Dann folgt eine edle Geste. Aus dem Wunsch heraus, Ihre Tapferkeit zu ehren, Kommandant, ließ ich nach Ihrem Säbel suchen, den Ihnen zu überreichen ich mir schulde. Leider konnte er nicht gefunden werden. Ich konnte mir diese Waffe besorgen und ich bitte Sie, sie anzunehmen. Merci, Sire. Ich kann mir einen ironischen Blick nicht ersparen. Aber ich kann nicht ablehnen. Raynal geht in Kriegsgefangenschaft. Kronprinz Wilhelm bleibt Oberbefehlshaber der 5. Armee und verteilt weiter Orden.